Ich hab, was ich wollte. Du hast eine Waffe angetauscht. Wofür? Vaterschaft. Ah. Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, du hast mich enttäuscht. Ask, lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Kauz. Das heißt, das wird sie herlocken. Davon gehe ich aus. Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Dein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Alten, hier ist Triff. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Sind unterwegs. Onkel Schriff, hab deinen Dickschädel vermisst. Oh ja, ich deinen auch, Say. Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Schiff. Wo ist Del? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die Erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Billio outeten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Del. In den Schiffslogs habe ich dann das gefunden. Also vor Pilio war Del auf Atula, einem Planeten am Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dad ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur. Shriff, nimm Kurs auf Atula. Ja. Del ist nicht hier. Hat er sie geschickt, um uns zu helfen? Die Jinata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Das sind Jinata-Sicherheitsschiffe. Glebstruppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Shriff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Say? Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist soweit. Komm in den Hangar. Der Atulaner hat gesagt, die Jinata-Sicherheit entführt Familien. Dahinter muss mehr stecken. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ich rufe die Corvus. Ergebt euch, bevor es hässlich wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Ha! Klepp sagte schon, dass sie stur sind. Aber hey, ich hab's versucht. Bis dann, Commander. Was ist der Plan, Alten? Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht
beidem. Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. Selber schuld. Wer fliegt schon so alte Kisten? Alt muss nicht schlecht sein. Alles, was schießt, ist gefährlich. Keine Sorge, Mom, hat eine Menge von dir gelernt. Einer weniger. Großartig. Laut den Scannern sind die Transporter fast leer. Maps-Truppen verschleppen anscheinend Atulana und bringen sie auf die Transporter. Greifen uns diese Transporter etwa an? Es gibt heute praktisch nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Zay, zu mir. Wir erledigen die Transporter. Bleiben wir dran.
Berge sind hinüber! Lima Kai, ich gebe Ihnen eine letzte Chance aufzugeben. Dafür bezahlt Cliff mich nicht! Sie bezahlt mich für einen Job und den werde ich erledigen! Nein! Lima Kai ist mit einem modifizierten N1-Sternenjäger unterwegs zu dir und er hat schwere Sternenjäger zur Verstärkung dabei! Ich lenke Lima Kai ab, du erledigst die anderen. Say, warte! Zu spät! Ich kann ihn beschäftigen, aber nicht ewig. Du schaffst das. Bleib einfach konzentriert. Erledigt. Und jetzt zu deinem Freund. Bist du fertig mit deinem Freund? Ich arbeite daran. Bügelmänner erledigt. Say, ich bin unterwegs. Mist! Sag mir, dass du okay bist. Mir geht's gut, aber pass auf, lieber Kai kommt zurück zu dir. Ich erledige ihn. Du fliegst jetzt zurück in Sicherheit auf die Corvus. Ja, man. Kennen Sie, Atula? Der Planet ist ein Albtraum. Ich weiß nicht, wohin Clep die Kinder schickt, aber sie tut ihnen mit Sicherheit einen Gefallen. Weichen Sie dem hier mal aus! Jordan im Bullen! Gute Idee. Das deaktiviert die Bomben, bevor sie explodieren. Hol mir die Fregatte. Fregatte? Es ist vorbei, die Opportunity hat sich gerade ergeben. Was? Kaum ist der Anführer weg, geben Sie einfach auf? Ich könnte Ihnen gesagt haben, dass all unsere Erschütterungsraketen sofort abfeuerbereit sind. Say, die Corvus ist seit Jahrzehnten unbewaffnet, das weißt du. Ja, aber die wissen das nicht. Nein, tun sie nicht. Gut gemacht, Soldat. Das ist nicht alles. Sie haben alles gestanden.
Glab hat Dell abgefangen, als er über Projekt Wiederbelebung stolperte. Wo ist sie? Das glaubst du mir nie. Warum sollte Zay auf der...